Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir am Ende der letzten Folge ein Shiny gefunden. Und zwar dieses weibliche Shiny Luxtra. Ja, hier nochmal gezeigt. Fähigkeit, Wesen, whatever. Für die, die es interessiert. Ich kenne mich da nicht wirklich so gut aus. Und ja, wir haben ja jetzt in letzter Folge alle Punkte abgeschlossen. Aber nicht wirklich. Denn ja, klar, hier sind alle Punkte fertig. Jedoch gibt es pro Weg, pro dieser drei Missionen, immer noch eine letzte Quest. Und zwar einmal hier die Liga machen, den Kampf gegen Cassiopeia und einmal etwas hier mit Pepper. Und der befindet sich dort oben bei diesem Leuchtturm, deshalb mal gucken, was uns dort erwarten wird. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich weiß noch nicht, was jetzt genau passieren wird, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Okay. Es geht los. Oh, da ist eine Tür. Die habe ich nie gesehen, die Tür. Oh. Oh. Echt jetzt? Du bist ja schon vor mir da. Schon mal aus dem Fliegen gehört? Das ist jedenfalls das Labor. Ich habe hier oft gespielt, als ich noch klein war. Warte. Die Professorin war die ganze Zeit hier? Wow. Ich frage mich, wozu wir herbestellt wurden. Naja, dann mache ich mich wohl mal auf. Jo, ich komme mit, ne? Alle sagen, dass sie eine geniale Pokémon-Professorin ist. Meine Mutter, meine ich. Aber für mich als ihr Kind war es die reinste Qual. Sie hat immer nur gearbeitet und war nie zu Hause. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie auch nur einmal mit mir gespielt hat. Nur Mafiose war immer an meiner Seite. So, tschüss auf. Bringen wir es hinter uns. Ja. Tappel, tappel. Rein da, ins Geschehen. Unser Treffen mit Professorin Antiqua. Boah, auf einmal 4K. Nein, nicht wirklich. Boah, das sieht schon krass aus von der Grafik. Oh. Da ist er. Warte, was? Treffen Sie immer noch nicht in Person? Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Und er wäre? Ich befinde mich momentan im Schlund von Paldea, am tiefsten Punkt von Zone 0. What? Hier habe ich die ganze Zeit über besondere Pokémon erforscht. Und nun möchte ich euch darum bitten, beim Abschluss dieser glorreichen Forschung zu helfen. Hm? Beim Abschluss? Irgendwo in diesem Labor liegt ein Gegenstand, der den Schlüssel dazu herstellt. Dabei handelt es sich um das Karmesin-Buch. Ein Buch? Meinst du vielleicht das hier? Oh, du hast also die ganze Zeit, Pepper? What? Umso besser. Komm zusammen mit dem Karmesin-Buch zum tiefsten Punkt von Zone 0. Ich kann dir versprechen, dass die Erfahrungen, die ihr dort sammelt, einem Schatz gleichkommen werden. Aber wir dürfen doch nicht nach Zone 0. Ist doch viel zu gefährlich. Zone 0 wird allerdings von einem soliden Computersystem bewacht und dient brutalen Pokémon als Habitat. Das Unterfangen könnte beschwerlich werden, wenn ihr euch nur zu zweit dorthin begebt. Aha. Vielleicht solltet ihr euch zunächst verlässliche Bewilderte suchen. Ich werde am tiefsten Punkt von Zone 0 darauf warten, dass euch euer Abenteuer zu mir führt. Verbündete? Ha? Zone 0. Das ist ein furchtbarer Ort. Mafiose hat sich dort in den Tiefen des Schlunds eine Verletzung in den Bauch zugezogen. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nie wieder dorthin gehen. Aber du gehst bestimmt, oder? Ja, ganz sicher. Warum nicht? Mm-mm. Tja.
Wir wurden schließlich darum gebeten. Ich kann nicht einfach nur dabei zusehen, wie sich eine Freundin an so einen gefährlichen Ort begibt. Na, kommst du also mit? Ja, ich komm mit. Immerhin kann ich dann auch gleich mal meiner Mutter die Meinung geigen. Okay. Na schön, Maike, raus mit uns. Lass uns mit einem Pokémon-Kampf testen, ob wir auch stark genug für Zone 0 sind. Naja, eigentlich will ich vor allem mich selbst testen. Ja, okay. Wenn du unbedingt willst, ne, komm her. Ich habe Level 51 Pokémon. Ich weiß, die bei Team Star, die hatte Level 56, aber wie hoch wird Pepper schon haben? Hoffentlich nicht zu hoch. Nicht irgendwie Level 70 oder so. Dann, ja. Geht der Kampf hier direkt los? Ja, geht da. Das ist, achso, da steht er auch schon. Lol. Ja, okay. Dann, let's go. Auf geht's, Maike. Bist du ready? Ja, warum nicht? Jawohl, was der Fuse, bist du auch ready? Muff, muff. Was ich für so sagen, es kann losgehen! Glaubst du, das geht gut mit ihm? Okay, ich verstehe schon, warum du dir Sorgen machst. Aber es ist wirklich kaum zu glauben, wie gut es ihm geht, seit er wieder gesund ist. Er strotzt nur so viel Energie. Und es bettelt sogar schon die ganze Zeit darum, gegen dich zu kämpfen. Oh, okay. Früher war es richtig kampfbegeistert, weißt du? Auch wenn wir immer gegen die Schulsprecherin verloren haben. Schulsprecherin? Ach so, ah. Unsere Rivalin. Aber genug gelabert, mach dir keine Sorgen. Dank der Geheimgewürze sind wir quasi wie neu geboren. Und gleich kriegst du eine Kostprobe unserer neuen Stärke. Wohl bekommst! Kampf gegen Pepper. Der zweite Kampf, wir hatten ja ganz am Anfang des Spiels einen und jetzt am Ende des Spiels nochmal einen. Jetzt bekommst du es mit den Pokémon zu tun, die ich auf unserer Gewürzsuche gefangen habe. Oh, cool. Pff, Level 58? Okay, ich bin sehr weit underleveled. Ob wir den Kampf überhaupt schaffen können? Wenn wir sehr effektive Attacken haben? Maybe? Okay, habe ich irgendwas sehr Effektives? Nein. Nein, habe ich nicht. Ich kann es aber mit Feuerattacken versuchen, weil das Ding ist ein Normal-Pokémon. Wenn es nur normale Attacken hat, dann kannst du mich nicht mal antatschen. Siehst du? Denn mit normalen Attacken kannst du einen Geist-Pokémon nicht antatschen. Impossible! Macht wirklich super wenig Damage. Ich muss noch mehr leveln. Oh, zumindest Verbrennung. Aber ey, ich habe für die letzte Folge habe ich schon so viel leveln müssen. Und ich würde mir sagen, jetzt muss ich noch mal ganz viel leveln. Wie wird es dann mit dem Kampf gegen Cassiopeia sein und dann noch im Kampf in der Liga? Wie wird das aussehen? Wie schwer wird das bitte werden? Na okay, der letzte Pokémon ist da. Warte, hat er 5 oder 6 Pokémon gehabt? Hab ich gerade nicht gesehen. Okay, warte. Was ist das nächste Pokémon? Saltigant. Oh, Salz? Also Salz? Das könnte das Gestein-Pokémon sein. Dann tue ich mal meinen Altbekannten Duffyman hinaus. Da ist er. Saltigant. Salt ist ja Salz. Ja, das ist er. Die letzte Form. Sieht so dumm aus, finde ich. Die Vorentwicklung ist so lustig. Einfach dieses Minecraft-Schwein und dann... Ich weiß nicht. Dann dieser Zuckerberg. Keine Ahnung. Oh, sechs Pokémon hat er. Also, Respekt, Bro. Also, das wird eine Herausforderung. Bam! Vor allem, weil er so overlevelt ist im Vergleich zu mir. Yes, verfehlt. Perfekt. Jetzt noch einmal critten und dann ist er down. Schade, kein Crit. Oh oh, oh oh. Da! Eigentlich wäre das nicht so viel Damage, aber weil wir so on the level sind, tut es das halt. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird noch schwerer. Ich glaube, er packt halt nur seine Noobs raus. Ich vertraue ihm nicht. Tenterra, oh. Boden. Pflanze? Right? Right? Ich pack mal super raus. Ich meine, es wäre Bodenpflanze. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
Ist auf jeden Fall Typ Boden. Ja, doch. Bodenpflanze. Bei Käfer ist effektiv. Und Fehler, denn das ist eine sehr starke Attacke. Bam! Oh, das macht ordentlich Damage. Problem ist nur. Okay, never mind. Ich habe Überreste. Never mind. Obwohl, warte mal. Oh, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Nein! Warum? Wupa, wupa. Oh, okay. Okay. Was mache ich jetzt? Ich könnte. Ja, komm. Mach ich Eisfresse. I'll try. Schick mein Baby raus. Und lass jetzt Eiskreisel ein. Bam. Hast du ein cooles Bummer gefangen? Da muss es down gehen. Warum ändert mich die Musik irgendwie an Sonne und Mond? Jalapeno. Pflanze Feuer. Pflanze Feuer. Boah, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich. Da Coco Baby! Aber irgendwie muss ich voll an Sonne und Mond denken bei dieser Musik. Ich weiß auch nicht warum. Weird. Das Ding. Ich finde das cool, das Ding. Einfach weil es Pflanze Feuer ist. Das ist eine sehr coole Typ-Kombo. Vom Designer. Oh! Vom Designer finde ich es in Ordnung. Das ist nichts Besonderes. Aber ich mag das Ding. Ist interessant. Und ich bin dead. Moment, ich habe einen Plan. Ich lass Takokro down. Was soll ich jetzt machen? Das stirbt so oder so jetzt. Oh, ich hätte heilen können oder hätte es das überlebt? Auf jeden Fall, Takokro ist erstmal down. Ich pack dann Delphi-Man rein. Da kann dann mit Düsen hieb, weil das ist ja Prioritätsattacke. Mach ich zack, bumm, weg und dann gucken wir mal, was das nächste Pokémon ist. Oh, doch nicht mehr. Keine Animation mehr. Oh. Ne, komm, Düsenhieb wird reichen. Schneller. Bam. Was hat er jetzt? Austos. Oh, was war Austos nochmal? Entweder das war Wasser oder das war Eis. Ich würde drauf tippen, dass es Wasser ist. Deshalb packe ich jetzt Bellybolt rein. Was, Wasser, was, Eis? Ich hab keine Ahnung. Gen 1 Pokémon, aber ich hab's nie benutzt. Ich hab nicht ein einziges Mal in meinem Leben ein Austausch benutzt. Auch kein Mushas. Okay, Mushas weiß ich nicht, aber Austausch auf jeden Fall nie. Sein vorletztes Pokémon. Ich versuche mal mit Ladungsstoß. Wenn das effektiv ist, ist Wasser. Okay, es war Typ Wasser. Perfekt. Warum hab ich an Eis gedacht? Ich glaube, man fängt es irgendwo in so einem Eisgebiet, oder? Kann das sein? Keine Ahnung, whatever. Was ist sein letztes Pokémon? Warum frage ich überhaupt? Massifioso. Eigentlich kann der Bellybolt erstmal drin bleiben. Warum nicht? Welchen Level bist du? 60? Ja, oder? 63 sogar, Junge, das. 11 Level über mir! 11! Was? Feiern wir deine Genesung mit einer strahlenden Terrakristallisierung, Massifioso! Oh, verdammt, ich hab komplett vergessen, dass ich das kann. Hab ich komplett vergessen? Welchen Typen? Welchen Typen? Normal? Ist das normal? Nee, das ist Unlicht! Das ist Unlicht. Not so good. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, Freunde! Und wegen dem Namen mache ich jetzt noch mehr Damage. Komm! Rein da! Bam! Boah, Hälfte! So viel habe ich nicht erwartet. Krass. Okay, Moment, das kriegen wir hin, Auch wenn das super overlevelt ist. Das ist gerade richtig spannend, finde ich. Kann ich sehen, was. Nein, leider nicht. Okay, aber das Ding ist Unlicht jetzt. Ich bin zu langsam, oder? Ja, das Ding kann ich mich kurz killen, damit ich einen Safe-Switch habe. Auf wen switche ich, ist die Frage.
Ich schätze mein OP-Mon. Mein Delphi-Man. Ich glaube, der könnte es vielleicht noch mit Düsenhieb ganz schnell wegkriegen. Ah, macht zu wenig Damage, viel zu wenig. Oh, überlebe ich das? Maybe two hits? Oh ja, überlebe ich. Das ist nice. Vielleicht crit ich ja, wenn ich Glück habe. Oh, das ist nicht dein Ernst! Das hat so einen mini kleinen Bein, das ist 1% irgendwie. 1 KP oder so. For real! Oh man! Aber keine Sorge, Leute, ich habe noch 2 Pokémon. Ich habe noch 2 Pokémon übrig. Und weil ich Farigiaf noch gar nicht gekämpft hat, darf es jetzt den Finisher machen. Mit Psychokinesis. Oh, das killt mich jetzt. Das killt mich instant, okay. Ich dachte mir nur so. Ich weiß, was ich dachte. Das Problem ist, das wäre jetzt echt peinlich, wenn ich mit meinem letzten Pokémon verliere, während es nur noch 1 KP hat. Also, der Gegner hat 1 KP. Das wäre jetzt echt peinlich. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht passiert. Oh, es ist sogar schneller. Nein. Wehe! Nein! Das war jetzt aber knapp. Oh mein Gott. Okay. Eieiei, muss ich leveln? Ich will nicht leveln. Nicht schon wieder. Es hat schon so lange gedauert. Ah, zumindest haben wir den Kampf hier geschafft. Gegen Pepper. Und sein Massifioso. Oh, Blizzard. Ein Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. Hat zwar eine niedrige Genauigkeit, ist aber extrem stark. Und das wäre geil. Da ich Amnesie mit Titan sowieso nicht wirklich benutze, tue ich das erstmal raus. Das war wirklich knapp, das Diffuse. Danke, Maike. Ach, kein Problem. Ich zerstöre dich gerne nochmal. Wow! So stark ist also jemand, der es schafft, Herrscherpuppe zu bezwingen. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dein einziger Begleiter zu sein. In Zone 0 wimmelt es nur so von super starken Pokémon und komischen Maschinen. What? Wenn uns vielleicht noch 2 weitere Leute begleiten könnten. Am besten jemand Starkes aus dem Champ-Rang. Und jemand, der sich gut mit Technik auskennt. Okay. Aber das ist ein bisschen Spoiler hier, aber okay. Vielleicht nie wieder? Die Schulsprecherin? Kleidet wäre sie sicher, aber bist du nicht auch Champ geworden? Aber bis du nicht auch Champ geworden bist, rührt sie wahrscheinlich keinen Finger für uns. Schauen wir mal, was passiert. Lass uns wieder sprechen, wenn wir Verbündete gefunden haben. Halt mich auf den Laufenden, wenn du Leute findest, die mit uns. Die wir mit ins Boot holen können. Mein Gott, was ist mit mir? Alright. Ja. Pfad der Legenden abgeschlossen. For real this time. Und ja. Mein ganzes Team ist tot. Aber. Okay, wird nicht angezeigt, aber auf jeden Fall. Das unterste ist fertig. Und als nächstes machen wir dann Trommelwirbel. Wir machen den Kampf gegen Cassiopeia als nächstes, um Team Stars endlich zu beenden. Und Leavel wartet ja auch schon auf uns. Yo, Maike. Leavel? Richtig gecheckt. Ich bin Leavel. Genau. Aber was soll's, lassen wir die Scharade. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Oh mein Gott, wer wird jetzt Leavel sein? Tada! Was? Hä? Es ist Clavel die ganze Zeit gewesen? Ich niemals gedacht. Kann man Sarkasmus riechen? Ich glaub schon. Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase herumgefühlt habe. Du fällst ja sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Leavel habe es tatsächlich ich gesteckt, der Direktor der Orange Akademie. Achso, deshalb wollte er wissen, wie man Jugendsprache spricht. Clavel, wie er lebt und lebt. Was sie nicht sagen. Was, bist du überrascht? Dann war meine Verkleidung doch perfekt. Gut, es war möglich, dass ich jetzt Leavel ab und zu den Direktor habe raushängen lassen. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Denn Cassiopeia, der Big Boss von Team Star,
Das bin in Wirklichkeit ich. Nein. Unmöglich, nein. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. By the way, was? Für unsere Anrufe habe ich immer passende Stimmenaufzeichnungen angefertigt. Und zwar mit einem, ach, die Datei spare ich dir. Das war jedenfalls ein regelrechter Geniestreich. Warte, was? So, Maike, du weißt, was jetzt bevorsteht. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Jetzt for real, er ist der Big Boss? Ich habe erwartet, dass diese Penny das ist. Ich bin Cassiopeia von Team Star und hiermit führe ich meinen Masterplan zum Ziel. Ha? Level 60, Junge. Jetzt ohne Witz, ich habe wirklich gedacht, dass das dieses eine schüchterne Mädchen wäre. Weil es so offensichtlich wirkte, dass sie es ist. Scheinbar nicht, what? Irgendein Plot-Twist gibt's da noch. Am Ende sagt er, nee, Spaß, ich wollte nur einen Kampf machen. Das kann er doch nicht, nein, er kann, was? Er kann es doch nicht gewesen sein. Wie soll er denn beim letzten Treffen, er war doch mitten im Bildschirm, wie ich verstehe es nicht ganz. Ich bin sehr verwirrt. Auf jeden Fall. Ich fange mal Takokro rein, weil es mein, ich würde mal sagen, stärkstes Pokémon ist. Und bei einem Bummer, wo ich keine Ahnung habe, was das der Typ ist, weil ich diesen Affen nie benutzt habe. Noch nie. Benutze ich einfach mein stärkstes Pokémon. Ich werde schon rausfinden. Das macht nicht gut Damage. Oh, Gena. Nee, da muss ich rauswitchen. Das geht nicht. Gena ist zu KG. Da bleibe ich nicht drin. Ich könnte Erdbeben ausprobieren, weil Erdbeben ist sowieso eine gute, starke Attacke so. Aber irgendwas ist hier immer noch vor in dieser Geschichte. Ich glaube nicht, dass er der Boss ist. Wieso sollte er der Boss sein? Da will ich die Story jetzt mal wissen. Weil das interessiert mich jetzt. Wenn er es wirklich ist. Ich dachte, diese, wie heißt die? Kusima oder so heißt die. Ich dachte, die wäre das. Ja, ist, by the way, auf Englisch Penny, deshalb habe ich vorhin Penny gesagt. Und warum mache ich so übertriebens wenig Damage mit all meinen goddamn Pokémon? Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typen hat, das Ding. Weiß ich nicht. Super schöpft jetzt nur, wenn ich es drin lasse. Ah, okay, ja, die Trainer können einfach vorbeilaufen, ne? Vor allem sehen ja auch, dass der Direktor mit irgendeiner Schülerin, ach, by the way, Daffyman, genau. Die Schüler sehen einfach, dass der Direktor mit irgendeiner Schülerin hier kämpft. Ganz normal. Ah, schon das dritte Mal diese Woche. Was soll denn das, Herr Direktor? Haben Sie nichts Besseres zu tun, ne? Jetzt ohne Witz, hä? Und ich nehme keine Chancen, lieber Gena. Das muss nicht sein. Dann switche ich lieber unnötig nochmal hin und her und hin und her. Alles Mögliche. Und danke für den Damage. Wegen Dynamo mache ich jetzt noch mehr Damage. Und nächste Runde darf ich wieder rausliefen. Toll. Freut mich. Wunderbar. Aber zumindest ist das Ding down. Nervig. Nerviger Affe. Und wieder 6 Pokémon hat er. Deutsch von mir. Schwierig. Rex Blizzard. Eis. Pflanze. Also vielfach Schwäche bei einem Feuer-Pokémon. Ja, ich mag Rex Blizzard sehr und Schneebedeck auch, aber es sind keine wirklich guten Pokémon. Ich gebe es zu. Auch wenn ich sie sehr mag. Oh, Schneeschauer. Du bist tot, by the way. One-Shot. One-Shot. Bad. Ja. War klar. Ist vielfach Schwäche. Mortipod. Oh. Geist, I think. Maybe. Was, Geist? Ich glaube, es ist Geist. Ich hab mal Farigira frei, weil ich habe Knirscher und Knirscher ist effektiv gegen einen Geist-Pokémon. So ein bisschen auf so einem
Geistraumknirschen, nom, nom. Das ist schon nice. Und ja, es ist genau das Problem, was ich dachte. Ist es nur Geist? Das weiß ich actually nicht. Ehrlich ist nervig, aber es macht zumindest keinen Damage und macht einfach eine Verbrennung. Also ich überlege die Runde, Knirscher und maybe bist du schon down. Wie wenig Damage mache ich? Das war ja ein Witz. Das ist ein Witz. Und Bruchrüstung. Habe ich nicht so eine ähnliche Fähigkeit mit Feuer? Keine Ahnung. Ah, das ist natürlich suboptimal. Ach so, ja, aber dann macht das ja auch, ist ja sehr effektiv gegen mich. Geist auf Geist, ne? Gegenseitig sehr effektiv. Ha, Schweifrüstung. Tiefschlag kann mich nicht erwischen. Oh, critical. Doch nicht. Das war kein Crit? Ach so, Bruchrüstung. Ach so, ey, wie soll man lesen, Mann? Das Ding ist fast as freak, aber hat keine Verteidigung mehr. Weil die Rüstung, die Kanne bricht. Und dadurch wird es halt schneller. Macht Sinn. Und das Ding lernt nicht dazu. Warum lernt das Ding nicht dazu? Du kannst mich nicht touchen. No touchy. No touchy. Das verstehst du jetzt nicht. Ich meine, mein Vorteil, ne? Okay, nächstes Viech. Hundemon! Feuer und Licht. Pokémon! Da bin ich ready for. Ich finde die Musik echt langweilig hier. Vor allem mit dieser Umgebung, diese Musik. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, du. So, One Shot. Ja! Die Hälfte haben wir schon. Schön, schön. Es hört auf zu schneiden. Oh. Hutzassa. Oh, das ist ein. Lass mich lügen. Pflanze, Boden, irgend so ein Kack. Pflanze auf jeden Fall. Es muss Pflanze. Oh, ich hätte jetzt auch Zitaten reintun können. Ich will nicht immer die gleichen Pokémon benutzen, wisst ihr? Das ist langweilig. Ich möchte euch schön die Erweiterung zugeben. Aber ja, Hutzassa ist Pflanze? Das kleine Ding da? Glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Müsste aber. Und es. Oh, das macht Pilzbau. Ich dachte, das macht. Ich dachte, das. Oh. Trainer Spawn, nice. Ich dachte, das macht Paralyse. Aber nope. Das macht Einschlafen. Oh, und es kann Bürde. Oh nein. What? Mach auf! Der Vogel ist auch eingeschlafen. Dann mache ich jetzt zumindest hier den Safe-Switch. Da gucke ich, bis viel zu OP sowieso. Von daher, zu Titan. Will ich so lustig sein mit Blizzard? Nee, komm, mach ich nicht. Ich riskiere es nicht, weil ich möchte zwar die Attacke zeigen, aber wir werden bestimmt noch einen Punkt finden, wo ich es zeigen kann. Weil jetzt möchte ich lieber mich darauf konzentrieren, den Kampf zu gewinnen, weil die sind natürlich alle viel overleveled für mich. Und das Ding hat so eine blöde Vergiftungsfähigkeit. Junge, der hat an alles gedacht. Na egal. Letztes Pumpern von ihm. Ja, er wird durch Gift verletzt. Ich habe die hier rumlaufen. Bylonda. Was bist du für ein Pokémon? Dass der große Cassiopeia mal so in die Ecke gedrängt werden würde. Bylonda? Oh, du hast den Starter und schaut euch das an. Hit the Slay Button nennt man das Fisch auch. Your bird is a gay. Ja, das ist der Wasserstarter, der Vogel. Er wird zu einem. Ja, zu einem Tänzer, I guess. Und es ist einfach so dieses Meme, ja, your bird is a gay. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund ist dieser Starter so unbeliebt. Ich meine, der Pflanzenstarter gibt's auch. Nur der Feuerstarter ist nicht unbeliebt. Ich meine, das ist super, habe ich auch genommen, aber. Das Ding ist nicht schlecht. Du lässt mir keine andere Wahl, als mein Pummel zu Terra kristallisieren. Ich find's halt lustig. Wegen dem Meme. Das ist einfach dieses, hit the slay button, you bird is gay. Das Meme ist so lustig. Ich weiß auch nicht. Deshalb mag ich das Ding, aber. Weiß nicht. Ich mag die Formwirkung tatsächlich ein bisschen mehr. Weil es cooler aussieht. Da ist sie halt so. Ist so schickimicki einfach, dieses Viech. Ist so schickimicki. Blizzard! Frier ein! Nö. Anton! Hilf mir!
Alter! Das hat mich ignoriert. Okay, du Wasser-Pokémon! Wie schmeckt dir Babyboat? Ha? Hau schon raus, du! Lieber auf Abstand, damit ich dich nicht verletz. Oh, der Direktor macht ernst. Lass mich gewinnen, oder du musst nachsitzen. Oh, ein Wogentanz, Signature-Attacke. Oh, ich dachte, das killt mich. Wunderbar. Ja, easy win, ne? Hätte es eigentlich noch meine Terror-Crystallizing machen können, aber ich vergesse es ja sowieso, ihr wisst das ja. Ich vergesse es immer. Ist trotzdem One-Shot. Bam! Ich glaube, das Ding ist sogar Kampf als zweiter Typ. Ich glaube schon. Ja, wie auch immer. Beide Kämpfe, First Try gewonnen. Ich bin stolz drauf. Vor allem, weil ich an der Level des Freak bin. Aber wait. Clavel? Du bist wirklich stark geworden. Da müssen wir in der nächsten Folge mehr herausfinden.